Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Zertifikate aktuell. Heute mal aus Kulmbach. Unser Gast, das ist aber ein bekanntes Gesicht. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Hüppe von der HSBC und natürlich ganz klassisch aus Frankfurt von der Börse zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Ja, gemäß dem Motto Reden ist Silber wollen wir das heute auch mal tun. Es geht um den Silberpreis. Der hat ja ein bewegtes Halbjahr hinter sich. Die Kursgewinne nach 6 Monaten belaufen sich zum heutigen Tag auf noch nicht mal 3%. Zwischenzeitlich, da ging es aber auch mal über 10% nach oben. Gold hat im Vergleich kontinuierlicher und auch besser performt. Bevor wir jetzt dabei zunächst über die Gründe sprechen, zunächst noch mal eine Grundsatzfrage. Ist es denn überhaupt gerechtfertigt und im Kontext auch korrekt, Gold und Silber immer in einen Topf zu schmeißen? Inwiefern ergibt es überhaupt Sinn, die beiden Edelmetalle zu vergleichen oder eben nicht? Ja, das ist immer so ein bisschen auch die Gretchenfrage. Also man sagt ja, also früher hat man immer so schön gesagt, dass Silber ist das Gold des kleinen Mannes. Aber man muss schon wirklich an der Stelle unterscheiden. Gold ist eine Währung und Silber ist hauptsächlich ein Rohstoff. Also Silber wird hauptsächlich in der industriellen Produktion eingesetzt. Da ist auch die Hauptnachfrage. Und deswegen ist es auch immer ein bisschen gefährlich, Gold und Silber da wirklich in einen Korb zu werfen. Nichtsdestotrotz, man macht es natürlich schon, das ist schon eine Tradition an der Stelle. Das berühmte Gold-Silber-Ratio ist da etwas, was man an der Stelle immer an den Tag bringt, auch als so ein gewisses Argument. Aber ganz klar, die Anleger, ich glaube, die haben es auch seit 2011 gespürt. Das ist halt schon diese Korrelation, wie man so schön sagt, die Abhängigkeit von Gold und Silber, die ist nicht so hoch, wie sich dann viele Silberinvestoren gerade gewünscht hätten. Das hat er gerade schon angedeutet, der Silberpreis kommt nicht so wirklich vom Fleck. Warum stagniert er denn mehr oder weniger? Ja, ich meine, das ist, wie ich schon sagte, das ist die industrielle Nachfrage. Und wir haben natürlich in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt so Impulse gesehen, dass man sagt, ja, die industrielle Nachfrage wird jetzt stark steigen. Also da merkt man schon, es gibt viele Konjunktursorgen. Und gerade natürlich das Thema Konjunktursorgen, da merkt man es, wo Gold dann vielleicht sogar eher positiv darauf reagiert als sicherer Hafen, dann sehen wir in Silber genau das Gegenteil, dass Silber sogar manchmal zurückkommt, einfach aufgrund der Sorge, dass natürlich auf der industriellen Seite weniger nachgefragt wird. Also da muss man schon sagen, die Abhängigkeit des Silberpreises ist viel stärker von der industriellen Nachfrage gefordert, als es bei Gold ist. Gold ist dann doch eher der sichere Hafen. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Gold-Silber-Ratio, die gibt an, wie viel Unzen Silber man braucht, um eine Unze Gold zu kaufen. Wie fällt denn dieses Verhältnis gerade aus und was sagt es aus vor allem? Ja, also da wird oft drauf geschaut, also wie gesagt, wie viel Unzen Silber braucht man denn, um eine Unze Gold zu kaufen? Und da haben wir aktuell ein wirkliches Extremum. Also es sind über 90 Unzen Silber, die man benötigt, um eine Unze Gold zu kaufen. Hier haben wir das mal im längerfristigen Chart. Und wenn Sie sich vielleicht so ein bisschen an 2011 erinnern, wo wir aber auch bei über 50 Dollar die Unze im Höchstpreis waren, wohlgemerkt in Silber, das Verhältnis war da 30. Das heißt, man brauchte also 30 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Jetzt sind wir bei 90 und man sagt immer so, die Extremer sind unten bei 40 und oben bei 80 circa und dann sind wir natürlich schon deutlich drüber und das wird von einigen Marktteilnehmern so interpretiert, dass man durchaus A sagt, Silber hätte wieder Potenzial oder B, Gold muss zurückkommen. Ich glaube, im jetzigen Gemengelage sagen eher viele, es gibt wieder ein bisschen Potenzial für Silber, weil es vielleicht relativ gesehen zu Gold dann doch zu teuer ist oder zu billig ist. Wo könnte dieses Potenzial denn darüber hinaus noch herkommen? Sie haben ja gerade schon die industrielle Nachfrage angesprochen, die sich ja noch nicht wirklich erholt hat. Welche Faktoren, sagen wir mal Stichwort Weltwirtschaft und Handelskonflikt und welche Branchen denn auch spielen hier die größte Rolle für die weitere Entwicklung? Ja, also das Thema Handelskonflikt ist natürlich nicht darüber, weil natürlich gerade China einer der größten oder der größte Nachfrager in Silber ist. Silber wird sehr stark auch in Photovoltaik eingesetzt, in Elektronik, in Computern. Also hier sieht man natürlich schon, wenn wir dort an der Stelle, also auch gerade das Thema Handelskonflikt, wenn es dort zu einer Beruhigung kommt, gibt es gute Anzeichen, dass es natürlich dann auch die Nachfrage nach Silber sozusagen unterstützt und wir dort auch wieder steigende Silberpreise sehen können. Dann lassen wir mal die Charttechnik für sich sprechen. Was lesen Sie denn aus dem aktuellen Silberchart heraus? Auf welche Marken kommt es an? Was soll man im Auge behalten? Ja, der Silberchart ist zurzeit sehr spannend. Also wir haben jetzt mal hier einen Chart gewählt mit einer sehr hohen Zeitebene. Also jede Kerze ist jetzt an der Stelle mal ein Halbjahr, um da mal so ein bisschen das längerfristige Bild zu machen. Da sieht man natürlich, dass wir schon sehr stark runtergekommen sind von 2011 über 50. Da sieht man auch, was für Schwankungen wir da hatten. Da hatten wir pro Halbjahr Schwankungen von bis zu 30 Dollar in einem halben Jahr im Silberpreis.
Dann kam die harte Korrektur und wie Sie unten vielleicht an dieser roten Linie sehen, diese 14 im Silber, das ist so die Linie, die sehr, sehr gut hält. Also da haben wir immer wieder eine Unterstützung gesehen und auf der anderen Seite haben wir bei den 16,21 da nach oben raus, das wäre ein Zeichen, ein Befreiungsschlag für Silber. Wir sehen auch jetzt die letzten Kerzen sehr eng, wir hatten noch mal einen Hammer, dann so einen genannten Doji, also jetzt ist aus der, wenn man aus der Candlestick-Theorie da ein bisschen rauskommt, ist durchaus Potenzial da. Und wer da so ein bisschen der Charttechnik folgen glaubt, die 16,21 sollte man wirklich sich als Marke merken. Wenn diese Marke überschritten wird, dann wird der Deckel nach oben gelüftet und dann sieht unser Charttechniker hier, unser technischer Analyst, sogar Potenzial bis zu 21, also bis den Hochs, die wir 2016 gesehen haben. Sehr konstruktive Ausgangslage. Dennoch nochmal hier an der Stelle auch die Frage, man hört ja auf Gold und Goldbarren und Goldmünzen sind ja nach wie vor schon sehr interessant als physische Anlage. Gilt das denn auch beim Silber? Ist das interessant und wird das auch genutzt? Nein, ich glaube, der Silber physisch wirklich erworben hat, wird schon festgestellt haben, dass es vielleicht nicht das Einfachste war. Zum einen muss man sagen, man kann es nicht so leicht kaufen und verkaufen. Auch hier muss man immer überlegen, ich hatte die 14 genannt, wenn wir drunter gehen, vielleicht eher ein Verkaufssignal, dann wird es schwer, das Silber wirklich aus dem Tresor zu nehmen. Und ansonsten sind natürlich die Spannen einfach an- und Verkauf zu hoch. Es gibt auch noch mal eine Mehrwertthematik beim Thema Silber, gerade an der Stelle Mehrwertsteuerthematik. Also da ist es schwer, wirklich über den physischen Kauf dann an den Kursgewinn überhaupt zu partizipieren. Was wir sehen, ist natürlich, dass Anleger es entweder über sogenannte Tracker-Zertifikate machen, die 1:1 den Silberpreis abbilden oder sogar auch das Ganze währungsgesichert, je nach Bedarf. Und was wir natürlich jetzt zurzeit sehen, so ein bisschen, was wir auch in letzter Zeit bei Gold beobachtet haben, dass sich jetzt hier auch die Trader wieder positionieren. Ich sagte es schon, so die 16,21, dass man so ein bisschen da in die Richtung geht. Und wenn da der Deckel nach oben gelüftet ist, dann sieht man auch, dass natürlich gerade trading-affine Kunden dort über Hebelprodukte beispielsweise versuchen, das Ganze noch stärker abzubilden. Ja, vielleicht können wir hier noch ein bisschen ins Detail gehen. Wie profitiert man denn jetzt als Anleger am besten? Wie stellt man sich auf? Mit welchen Produkten? Ja, also in der Nachfrage sehen wir dann, gehen wir mal auf das Trading, wirklich auf die Trading-Produktseite, dann sind es Mini-Future-Zertifikate oder Turbo-Zertifikate, wo man wirklich dann eine vorgedefinierte Knockout-Schwelle hat, also sozusagen der Punkt, wo dieses Produkt wertlos wird. Und viele positionieren es gerade, sehen wir so bei den 14, wo sie sagen, okay, wenn es da runter geht, dann ist es auch ein Verkaufssignal, dann möchte ich da aus dem Markt rausgehen und entsprechend dann, je näher diese Schwelle an das aktuelle Kursniveau geht, desto höher ist dann auch das Risiko auf der einen Seite zum Totalverlust, aber auf der anderen Seite auch die Chance, dass wir dann natürlich die Kursbewegung nach oben nochmal gehebelt mitnehmen. Und wenn Sie, wie Sie schon sagten, im letzten halben Jahr, und Sie sieht es auch hier in den Charts, es ist ja so gut wie gar nichts in Silber passiert. Also es war ja wirklich extremst langweilig. Und das ist manchmal auch so ein bisschen Zeichen. Sie denken, Sie erinnern sich an eine Feder, die wird immer weiter zusammengedrückt. Und vielleicht kommt ja auch irgendwann der Punkt, wo diese Feder nach oben rausgeht. Und dann ist es natürlich besonders interessant, das Ganze mit Trading-Produkten mitzunehmen. Hier sei aber gesagt, hier muss man sich natürlich mit diesen Produkten auskennen. Und wo Chance ist, ist auch immer Risiko. Also hier weniger Kapitaleinsatz ist dann natürlich an der Stelle gefordert. Aber gerade natürlich für die Anleger, die jetzt wirklich hier sagen, vielleicht 1, 2, 3 US-Dollar Potenzial, was jetzt absolut gesehen noch gar nicht mehr so viel ist, wenn man das Ganze dann natürlich über Hebelprodukte darstellt, bietet sich natürlich eine interessante Chance. Sagt Matthias Hüppe von der HSBC. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung und bis zum nächsten Mal dann hier. Bis zum nächsten Mal, danke. Ja, liebe Zuschauer, soweit Zertifikate aktuell zum Thema Silber. Bis zum nächsten Mal.